Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind jetzt hier in Schweinfurt. Ich stehe hier mit dem Bruder Abdullah. Bruder Abdullah, am besten stellst du dich einfach mal vor, wie alt du bist und dann, wie du zum Islam, was du machst beruflich und wie du zum Islam gekommen bist. Gut, fange ich mit dem Alter an. Das ist das Einfachste. Ich bin 60 und bin vor 6 Jahren zum Islam gekommen. Beruflich war ich bis vor einem Vierteljahr in die Wirtschaftsprüfung tätig, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Ich habe jetzt zum Mandanten gewechselt. Ja. Gut, das ist das, was ich jetzt tue. Und wie ich zum Islam gekommen bin, ist eigentlich eine längere Geschichte. Also ich wurde als Katholik getauft, das hätte ich beinahe gesagt, als Katholik geboren, das ist natürlich nicht richtig. Ich weiß, dass ich als Muslim geboren wurde. Gut, bin dann auch eben bis zum Alter von 10 oder 11, wo man üblicherweise in der katholischen Kirche diese ganzen Rituale ablegen muss, wie Kommunion, Konfirmation. Also hast du schon richtig alles gelernt, die Religion, die ist dir, also katholische Religion, die ist dir schon richtig beigebracht worden. So, ne? Ja, wie es einem Zehnjährigen beigebracht wird, das Verständnis kann man dann natürlich nicht voraussetzen. Ja, ja. Und nachdem diese Zeit vorbei war, hat man sich von der Religion zwangsläufig entfernt. Es kommt die Pubertät, die Schulzeit, das Studium, das sind andere Sachen wichtiger. Ja. Irgendwann mal dachte ich mir, weil ich in einem evangelischen Studentenwohnheim auch gewohnt hatte, da hat man mir mal eine Bibel in die Hand gegeben. Da habe ich eine Bibel gelesen und da fand ich einige Sachen drin, die ich in der katholischen Kirche nie gehört hatte. So kamen die ersten Zweifel an der katholischen Religion. Ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Letztendlich irgendwann mal... Es war eine Episode von 10 oder 20 Jahren, wo ich mit Religion nichts zu tun hatte und mich dann wieder interessiert hatte für Religion. Dann drüber nachgedacht und die Widersprüche in der katholischen Religion, die sind für mich ganz inakzeptabel gewesen. Das allein dieser Anspruch des Papstes, dass alles, was er sagt, was er postuliert, ist richtig. Ja? Ja. Und noch diese Heiligenverehrung, Heiligenanbetungen, das ist ja zum Teil richtig. Sag ich jetzt mal Aberglaube für mich, in meinem Empfinden. Gut, dann war die katholische Kirche für mich erledigt und hat dann eben auch zugeführt, dass ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Das ist dann die Konsequenz. Wenn ich an was nicht glaube, kann ich nicht dabei bleiben. Ich habe mir die evangelischen Kirchen angeguckt. Auch Freikirchen, oder? Ich habe mir erstmal die Lutheraner angeguckt. Da sehe ich also wenig Unterschiede zur katholischen Lehre, wenn man von Äußerlichkeiten absieht. Dann bin ich zu den Reformierten gegangen, fand ich schon mal gut, das ist ein bisschen... touristisch ein bisschen, ja, aber die glauben auch noch an Jesus und Vater und also diese Trinität, ja. Wie sie uns vermittelt wird. Ich habe die von Küng mal anders definiert gehört, ja. Aber trotzdem, das ist ein, meiner Meinung nach, ich sage es immer ganz brutal, das ist ein Unsinn, das kann es nicht sein. Ja. Das ist auch nicht plausibel in sich. Dann habe ich mich für andere, wirklich andere Religionen interessiert. Ich habe mir das Judentum angeguckt, dachte, das ist ja eigentlich die Wurzel. Auch fürs Christentum. Und Jesus war ja auch Jude in erster Linie. Die Juden sind... Ethnisch gesehen, ja. Ja, ethnisch gesehen. Er hat ja seine Religion praktiziert. Ich meine, das muss man mal so sehen. Ja. Er war kein Christ, er war Jude. Und das hat er praktiziert und so hat er auch gebetet und geglaubt. Ja, und was ich dort vorgefunden habe, gut, ich war vielleicht an der falschen Stelle, das war immer Arroganz. Und dieser Exklusivitätsanspruch, wir sind das erwähnte Volk. Was ist mit allen anderen? Ne? Ja, Mensch nach der Welt, das passt nicht. Ja, dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen, bin mir einen Koran gekauft, habe gelesen und ich habe keinen Koran gekauft, ich habe mir ein Buch über Islam gekauft. Ja. Ein französischer Wissenschaftler, wohl, ich glaube, es ist Algerier von der Abstammung her, das Beste, was ich als Einführungsbuch bis jetzt gesehen hatte. Ja. Ja, das war ganz toll, ein bisschen anspruchsvoll, aber wirklich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich mal in eine Moschee. Ne? Ja. Dann habe ich hier in der Moschee 5 Anläufe genommen, der 5. war erfolgreich. 5. Anlauf? Ja, der 5. Anlauf war das, glaube ich, war dann erfolgreich. Dann hat mich ein Bruder sehr herzlich aufgenommen, hat mich zum Imam gebracht und am selben Tag wurde ich Muslim. Allerdings muss ich eines sagen, was ich vorher mir in der Religion vorgestellt hatte, in den 1-2 Jahren, bevor ich Muslim wurde, ja. Alles im Detail, nur durchdenken, ohne dass ich Koran gelesen hatte. Ja? Ich habe nicht Koran gelesen, ich hatte auch die Bibel weiter nicht gelesen. Ich hatte eine Vorstellung von Religion, wie es sein muss oder wie es nur sein kann. Bin ich Muslim geworden, alles, was ich dann gelernt habe, beim Koran lesen, lesen von Ahadis, ja? Jedes Mal erlebe ich, ja, genau das ist das, was meine Einstellung ist, mit der ich gekommen bin zum Islam. Die natürliche Veranlagung, wie wir auch sagen. Wir sagen, dass der Mensch eine natürliche Veranlagung für diesen Glauben hat, für diesen islamischen Glauben. Was war das? Ja, ich habe meine Vorstellung im Detail
immer bestätigt gekriegt. Alles, was ich im Koran gelesen habe, ja genau das ist das, was ich vorher schon, also kurz vor, seitdem ich über Religion nachgedacht hatte, ja, geglaubt habe, das habe ich dann bestätigt gekriegt. Und schöner und bequemer kann es dann gar nicht gemacht werden. Ne? Und ja, jetzt habe ich eine Krankheit, wo ich weiß, das geht noch ein Jahr etwa, eineinhalb Jahre, und das gehe ich ganz locker und entspannt an. Möge Allah dich ins Paradies führen. Amen. Ja, also das ist, und ich bin sicher, ohne den Glauben, ohne den Islam hätte ich jetzt ein Riesenproblem. Alhamdulillah, das ist der Zeichen vom Glauben. Alhamdulillah, es freut uns sehr und wir sind froh, dass wir dich getroffen haben. Alhamdulillah, möge Allah dir helfen in all deinen Wegen und möge Allah dich ins Paradies führen. Zu den Großen, mit den Propheten zusammen, mit den Märtyrern zusammen, mit den Sahaba zusammen. Alhamdulillah, also das ist eine sehr gute Sache. Ich wollte fragen, also du bist also, wie gesagt, man sieht hier in diesem Beispiel wieder, dass jemand, der die Wahrheit sucht, katholischer Glaube gesehen, dann die evangelische Religion, die verschiedenen Gruppen, freikirchlich, Lutheraner und so weiter, beobachtet. Und dass man dann im Nachhinein, wenn man wirklich nach der Wahrheit sucht, dass man wirklich den Islam findet. Das ist jetzt wieder ein Beispiel, Alhamdulillah. Das ist eine Zwangsläufigkeit. Ich sage euch immer, jeder Mensch, der denkt und wirklich kritisch denkt, kommt automatisch zum Islam, wenn man konsequent weiterdenkt. Ja? Ja.